So, also ich habe mal nachgefragt gerade. Die sagt mir jetzt gerade, dass es wahrscheinlich daran lag, dass die halt, also die haben ja Finnland in die Fraktion aufgenommen und dann hat Finnland die in die Defensive War dazu gerufen und deswegen haben sie halt den Great Patriotic War nicht bekommen. Ich würde das aber, wenn das so rum wirklich gelaufen ist, als Bug interpretieren, weil sobald Russland gegen eine große Nation im Verteidigungskrieg ist, und das ist ja genau der Fall dann hier, haben die eben diese 50% Orga-Abzug werden ausgeglichen durch den Great Patriotic War von dem Purge. Und das ist jetzt nicht eingetreten, obwohl das ja eigentlich der Fall ist, dass eine große Nation gegen Russland Krieg hat und Russland eine Verteidigung ist. Ne? Von daher, also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Russen das nicht so angeklickt hätten, hätten die halt gewusst, dass das an der Stelle broken ist. Also ich würde das als Bug interpretieren, ganz ehrlich. An russischer Stelle hätte ich halt auch gedacht, Verteidigungskrieg gegen Deutschland, das war die Bedingung für Great Patriotic War. Steht, glaube ich, auch so in dem Textfiles drin, wo man nachgucken kann. Und das haben die jetzt. Und trotzdem haben die das nicht bekommen. Also von daher ist das hier einfach nur eine Mechanik, wo Paradox einfach nicht sauber gearbeitet hat. Es geht ja einfach darum, kämpft man gegen Deutschland, muss man die Heimat gegen Deutschland verkämpfen, deswegen kriegt man halt diese Patrioten. Das haben sie halt eben nicht bekommen. Das wird natürlich von dem Test extrem viel jetzt, naja, das macht natürlich jetzt schon eine ganze Menge aus, ne? Ich meine, die machen zwar meinen Case hier, von daher nicht zu sehr meckern, aber das ist natürlich kein fairer Test mehr der Stelle. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn die Russen das gewusst hätten, hätten die nie im Leben angeklickt. Nie im Leben, nicht für Finnland. Die hätten die lieber bei Leningrad und hier eine Front aufgebaut gegen die Achsen. Und man sieht ja hier eigentlich auch, wie gut die Russen hier unten noch relativ abschneiden und hier oben. Und mit 50% mehr Orga hätten die halt mit Sicherheit die schon ausgelöscht und die Verstärkung hier hätten die dann ausgelöscht, ne? Und dann wären die Achsen halt ohne Japaner und ohne Italiener zu diesem Zeitpunkt. Plus die Truppen wären dann relativ schnell frei geworden. Für hier unten, plus hier unten, die hätten länger gehalten. Ne? Also ich will damit nicht sagen, dass die Russen das locker schaffen gegen die Achsen. Ich bin immer noch der Meinung, dass die Achsen gewinnen. Aber so wie wir das Szenario jetzt gerade sehen, wo die Achsen halt quasi ihre Expeditionsstreitkräfte im Norden verloren hätten komplett, wäre das Ereignis auch nicht ausgelöst worden. Das ist zumindest mein Verdacht. Da muss ich schon sagen, da hätten die Russen schon eine Chance gehabt, hier ein bisschen besser zu halten. Wie es ausgegangen wäre, weiß man natürlich dann nicht. Aber so richtig war das natürlich nicht im Sinne des Erfinders, dass das jetzt, ne, also ich persönlich würde es als Bug interpretieren, weil die Bedingungen eigentlich erfüllt waren, die sie hätten haben wollen. Das ist so ein technischer Viertelfand, so ein Paradox wieder, weswegen das nicht klappt. Ne, wie damals die Konvois nicht versenken können. Also, schade, schade. Und da ist das, ne, wie gesagt, aus meiner Sicht kein sauberer Test mehr. Also, wer sehr richtig sauber wird, der nie, aber der ist natürlich jetzt katastrophal unsauber, sagen wir es mal so. Ja, 50%, also. Ich meine, der Rest ist egal mit Research Time und so, aber die 50% Orga für die nächsten 4 Jahre, ne, GG, ne? Das ist natürlich super, super ärgerlich. Ich meine, da lohnt sich schon fast gar nicht mehr reinzugucken, aber trotzdem, guckt euch das mal an. Also die besiegen die komplette Armee, die hier oben war. Die werden jetzt alle ausgelöscht, obwohl die Russen halt 50% weniger Orga haben, ne? Die haben fast jetzt hier 20, 30 Divisionen ausgelöscht der Achsen. Obwohl die 50% weniger Orga haben und jetzt kümmern sie sich um die nächste Pocket und sie müssen halt eigentlich nur, das glaube ich, eine Werft, den Hafen hier oben sichern. Im Spiel immer gut gemacht, man weiß ja halt nicht, ob der da oder da ist. In aller Regel ist der Hafen aber in der Provinz, wo die Stadt ist, ja, steht da glaube ich auch. Das heißt, wenn sie die Stadt zuerst auslöschen und dann die Pockets, dann ist das, also was sie halt jetzt machen, ist halt nicht so gut. Also man muss halt mit allen Truppen hier rein und dann eben den Rest auslöschen, vor allem verhungern die dann auch vor Ort. Ja, also ich weiß halt nicht, ne? Wie gesagt, die Expeditionsstreitkräfte von den Russen ausgelöscht, da sieht es halt schon sehr gut aus und die Alliierten sind natürlich im Krieg gegen die Achsen auch noch gleichzeitig. Also die hatten schon eine Menge Anti-Rush-Karten in der Hand, hätten die ja dann gehabt, ne, normal. Was machen denn die Alliierten gerade? Ja, die KI ist halt wieder strunzdoof, die macht gar nichts, wir senken nur ein paar Konvois wahrscheinlich. Ja. Also die Polenfront, ne, in einer echten Multiplayer-Runde hätte die halt dazu geführt, dass ihr eigentlich hier offen hättet alles, ne, gegen Menschen. Und da würde man schon, wie gesagt, erwarten, dass die, also wie gesagt, wenn die englische Flotte jetzt reingefahren wäre, im schlimmsten Fall wäre halt auch einfach nur das schneller vernichtet worden von den Achsen. Und da macht es jetzt keinen großen Unterschied in dem Szenario, wahrscheinlich, um fair zu sein. So, da werden die kleinen Pockets gebildet, wo halt die Russen komplett ausgelöscht werden. Das ist ja, was ich meine, einfach durch. Der Rumäne macht jetzt auch ein bisschen mit. Kann man eigentlich die Achsen reinrufen? Die Türken reinrufen? Rumänien hat die Unabhängigkeit garantiert. Okay. Bisschen komisch, aber es läuft schon. Ja, Hier im Osten. Die Japaner haben sich komplett zurückgezogen, die Russen rücken vor.
Ich weiß nicht, warum da überhaupt von beiden Seiten irgendein Trupp steht, ne? Also die müssen, klar, die müssen die Pocket hier unten halten, die Japaner, für sie gewinnen. Aber das macht man halt auch, wenn man hier einen Kreis drum bildet. Also ob der Kreis nun so groß ist oder so groß, ist völlig egal. Muss halt nur größer als ein Sektor sein, wenn ich umzingelt wird. Die kämpfen wacker, die Japaner. Aber wahrscheinlich liegt das auch ein bisschen an der Orga-Unterschied, den die Truppen da vor Ort haben. Also der Japaner kommt jetzt hier auf 54 Orga mit so einem Infanteristen und er kommt auf 30, ne? Der Russe braucht halt jetzt fast doppelt so viel Truppen. Und er hat halt halb so viel wie die Achsen wahrscheinlich, Pi mal Daumen. Also jetzt noch fast ein Viertel so stark wie die Achsen, kann man das dann sagen? Da steht ein Deutscher umzingelt. Ja, die sind alle tot und ich glaube, also die Sache ist eigentlich geklärt, denke ich, ne? Da wird jetzt nicht mehr viel passieren. Das Einzige, was man halt schön aus diesem Test jetzt nehmen kann, ist, wenn man halt jetzt wirklich frontal da reingeht, plus noch ein Land extra wieder oben und alle eingeladen hat und noch Krieg gegen die Alliierten gleichzeitig im Rücken hat und so weiter, da versenken die alle Konvois, dann hat man trotzdem erst 60%, ne? Und wir sind immer noch 36, wenn ihr mal schaut. Also der Krieg ist fast schon entschieden, 36. Obwohl hier, wie gesagt, ne, ohne diese 50% Orga würde wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Aber es zeigt, glaube ich, trotzdem eindrucksvoll, dass der Rush funktionieren kann. Auch wenn ich glaube, in diesem besonderen Fall hätte ich mir fast denken können, also ich hätte die Chancen so auf 65, 35 für die Achsen in dem Falle gemacht, weil die da oben halt mit Sicherheit die Expeditionsstreitkräfte verloren hätten. Viel eher noch. Und dann hätten die hier länger ausgehalten und die Verstärkung von Norden gekommen. Also ich glaube schon, die hatten eine Chance irgendwo, die Russen in dem speziellen Falle hier. Jo, ich lasse es jetzt einfach mal hier durchlaufen. Ich gehe mal in den Live-Chat für euch, dann könnt ihr euch das ein bisschen anhören, was sie da plaudern. Mal gucken, wer den kommt. Chat. Muss gerade Discord starten, deswegen mache ich gerade nichts. So, Chat. Hallo. Hola. Hallo. Jungs, kann ich euch mal fragen, habt ihr das gewusst, dass wenn ihr Finnland da joint, dass ihr den Great Patriotic War nicht bekommt? Ja. Ihr habt mit Absicht auf die 50% Orga verzichtet? Ja. Braucht man auch nicht. So, genau. Wir können das auch so. Russland hält doch noch. Nee, aber jetzt mal ganz im Ernst, weil ich habe das persönlich eher als Bug empfunden, weil ihr im Verteidigungskrieg eigentlich seid. Ja, also wir wussten, dass das nicht funktioniert, aber wir haben uns das anders vorgestellt, sagen wir es so. Also es war natürlich nicht geplant, dass sie dann über uns drüber rennen. Da haben wir uns insgesamt verzettelt. Okay. Dort oben, ganz habe ich So. schon verloren. Ich war Hallo. gerade bei den Russen mal oben. Wir sind übrigens live auf Aufnahme. Habt ihr mal gefragt, ob die das wussten, dass wenn die da beitreten, ob sie halt die 50% minus Orga im Rest des Spiels quasi hätten? Und die meinten, die wussten das. Die hätten nur nicht gedacht, dass wohl schlimm ist, wenn ich die richtig verstehe. Ja, die haben ja jetzt gleich den Purge, den lassen sie auch vor wahrscheinlich, ne? Die haben wahrscheinlich gedacht, dass die lange genug halten können. Nee, lass uns doch vor, geht nicht. Du musst den Krieg be erfolgreich Ach beendet so, die haben. haben noch keinen beendet. Ja, okay. Ja, vor allem aber auch Warte, mit kannst du einem. oben die Einheit zetteln? Was ist? Hast schon richtig gemacht, hast schon richtig. Ja. Was ist, Chris? Also genau, also sie müssen den Krieg beenden, was sie ja nicht geschafft hätten, weil da wäre ich auch überrascht, wenn die so geplant hätten. Und das andere Ding ist doch, glaube ich, du musst nach 41 sein, damit das eintritt, oder? Steht doch hier. Nee, entweder oder. Entweder den Krieg beendet haben oder nach 41. Deswegen haben wir damals den Krieg gegen Iran gemacht, damit wir eben Lessons of War anschmeißen können. Ach, das soll oder heißen, wenn Stimmt. das ein Zweizeiler ist, okay. Ja, one of the following has to be true, steht da. Ja, aber das steht halt so fast durchgehend, hätte ich es nicht gelesen. Aber ja. Frankreich ist im Krieg. Oh nein. Gut, dass wir den Westfall gesichert haben. Aber jetzt Wie mal ganz. gesagt, da ist eine Provinz noch nicht besetzt. Aber wenn ich mal Stelle die fragen. Truppen bei Milan bitte an die Front an. Zum Wo ist denn Also, keine durch euch gerade, Provinz soll mehr ich nicht wieder. besetzt? Links neben Stuttgart. Musst bloß kurz warten. Du willst sagen, dass der Russe jetzt wahrscheinlich verloren hat, ne? Naja, also minus 50% Orga schon ein bisschen heftig, oder? Klar, ja. Aber also die haben ja selber sich dafür entschieden, sage ich Ach mal. so, ja, klar, ich mache ja keinen Vorwurf. Ich habe ja gedacht, die hätten das als Unfall gehabt, aber die wollten das wohl wirklich so. Ganz schön gewagt, meiner Meinung nach.
Weil, also die haben ja oben eigentlich in Finnland, haben die ja eure Landetruppe fast komplett ausgelöscht. Ne? Und ohne 50% Ja. Orga wären die ja schon lange da durch. Hätten unten bei Polen wahrscheinlich sogar noch einen Tick länger gehalten, habe ich mir überlegt. Und hätten halt die Verstärkung aus Norden nach Süden geschickt. Da wäre es, glaube ich, schon eine spannende Runde geworden. Ist es immer noch ein spannender? Es geht immer. Aber in Finnland war es nicht das Orga-Problem. Mit mehr Orga wären die nicht schneller durchgekommen. Die haben ja ganz weg gekämpft, die Russen. Okay. Da habe ich niemanden gesehen, der nicht angegriffen hat. Was hättet ihr eigentlich gemacht, wenn die englische Flotte da in diese Ostseegeschichte reingefahren wäre? Die wäre tot gewesen. Ja, also Italienisch, Japanisch und Deutsch zusammen hätte das geschafft. Habt ihr das mal getestet? Das müssen wir nicht hier Allein testen. Von Zahlen. Ja, sechs Carrier hat der Japaner schon, der Italiener hat jede Menge Schlachtschiffe. Also ich glaube schon, dass das. Also die Briten haben 12? Ich gucke ja einfach mal Ja, rein kannst gerade. du mal gucken mit deiner deutschen Division bei Charkow? Ich hab's gesehen. Sehr schön. Ah, der kommt, glaube ich, mit den sechs da durch. Mit den mehr als sechs sind das sogar. Aufpassen, die zwei Panzer werden abgeschnitten. In den drei sogar. Ich kann dir da jetzt einen Kessel schlagen. Siehst du das? Bin gerade, sehe das schon. Also ich Seht jetzt ihr hier das, dass richtig. die deutschen Panzer gekesselt werden, die drei? Wo denn? Unter Moskau links. Ja, das habe ich unter Kontrolle. Das ist. So, ich glaube, ich störe die Jungs zu sehr, das ist ja Action. Aber ich habe gerade mal überschlagen hier. Er hat schon recht, also die Achsenflotte zusammen ist stärker als die britische Flotte, was ich jetzt ja auch gesehen habe. Aber man muss ja eigentlich, in der Multiplayer-Runde müsst ihr ja so rechnen, das ist die englische Flotte, die französische Flotte und die Schiffe, die zumindest von den Russen da oben sind. Und dann haben halt die Achsenfeinde mehr Schiffe. Also wenn die, ist natürlich das Ding, klar, die Russen können sich jetzt nicht absprechen mit den Engländern und den Franzosen. Aber wir haben ja eben auch gesehen, dass sie hier Lufthoheit haben, massiv, ne? Also ich glaube schon, dass wenn die Franzosen mit den Engländern zusammen da reingeheizt wären, ich glaube schon, dass die dann hier, gerade weil wenn der Russe das dann auch sieht, dass eine Seeschlacht ist, auch noch rauskommt, dass die da schon gewonnen hätten gegen die Achsen, ehrlich gesagt. Also man kann das hier so ein bisschen mit den Schlachtschiffen mal hochzählen und den Flugzeugträger meinetwegen. Also da kommen die halt hier, haben die halt eine 5 und der hat halt 12, dann seid ihr bei 17 Schlachtschiffen und dann haben die nochmal 5 Träger und jede Menge kleine Schiffe. Also sagen wir einfach mal, was habe ich gerade gesagt, wie viele Schlachtschiffe? 17 Schlachtschiffe, ne? Mann, ist das schwer zu klicken hier. Und bei den anderen waren es, glaube ich, dann auch so um die 17, aber da waren, wie gesagt, die Russen noch nicht dabei. Und das ist natürlich auch eine Tech-Frage und Schiffsfrage. Und dann die Briten natürlich auch ein bisschen besser aufgestellt. Wie komme ich denn jetzt aus dieser verdreckten Sicht? Also jetzt nochmal. Man weiß natürlich nie, wie es ausgeht, ne? Ist ja auch ein bisschen glücksabhängig, aber hier also nochmal 12 und 5, das sind 17 Schlachtschiffe und 5 Träger. So. Deutschland bringt zwei Schlachtschiffe mit, Italien bringt zwei Schlachtschiffe mit, sind halt vier Schlachtschiffe und Japan selbst bringt dann nochmal 9, das haben 13. Das haben wir 17 Schlachtschiffe gegen 13 Schlachtschiffe. Die Gegner haben, also die Alliierten haben viel mehr Begleitschiffe und sind vier Träger gegen vier Träger. Und die Doktrin der Briten würde ich schon vermuten, dass sie massiv besser ist als die von den Achsen. Also ich glaube, in der Multiplayer-Runde, wenn die da reingefahren wären und dann, wie gesagt, der Russe vielleicht sogar noch rausgekommen wäre, aber auch ohne den Russen, dass die Alliierten das gewonnen hätten, die Seeschlacht, könnte ich mir schon sehr, 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 sehr gut vorstellen. Und man sieht ja auch an den Flugzeugen hier, sind ja dauernd hier Naval Bomber von den, das sind jetzt Japanische, okay, aber eben weil die ganze Zeit Naval Bomber von den Dings unterwegs, ne? Und der hier zum Beispiel, der Russe, hier sehen wir mal die russische Flotte. Ist wahrscheinlich schon zusammengeschossen, hat aber auch noch mal ein paar Schlachtschiffe. Also Seeherrschaft lag ganz klar nicht bei den Achsen hier, hätte ich jetzt gesagt. Selbst wenn die sich nicht koordinieren. Ja, diese 50%-Geschichte, also der Major hat es ja gerade angedeutet, der meinte, die 50% weniger Orga haben hier oben keine Relevanz, ne? Hätte er gesagt, weil die sowieso schon die ganze Zeit kämpfen. Da bin ich mir jetzt allerdings nicht so sicher, weil, wie er selber feststellt, die sind ja die ganze Zeit am Kämpfen. Und wenn die ja gleich viel Orga haben, dann ist halt irgendwann der Kampf gewonnen und bei den anderen kämpfen ja auch alle und dann seid ihr halt einen Sektor weiter, ne? Also, plus, ne, hier zum Beispiel wurde der Angriff jetzt wieder, musste eingestellt werden, weil keine Orga da ist. Ich weiß halt nicht, warum 50% Orga keinen Einfluss auf den Kampf haben sollen, laut dem Major. Kann ich euch nicht sagen. Er spielt, glaube ich, in Japaner oder so. Aber ich denke halt, 50% mehr Orga hätten hier auch jeden Kampf früher gewonnen von den Russen. Da bin ich mir also im Norden doch ziemlich sicher, auch wenn er da vielleicht anderer Meinung war. Ansonsten würden die Leute ja auch nie Orga herstellen. So, Moskau wurde erobert. Da ist ein Deutscher durchgerusht.
Was mich aber jetzt wirklich überrascht, ist halt wirklich die Aussage der Russen, dass sie mit Absicht, wirklich mit Absicht, das Ereignis angenommen haben. Weil die hatten ja eigentlich keine Möglichkeit, das wegzubekommen. Also, ne, die sind ja keine Anfänger. Die mussten ja auch gewusst haben, dass Lessons of War nicht geht, ohne dass sie irgendeinen Krieg gewonnen haben. Und selbst dann wären es ja noch mindestens 140 Tage bis dahin gewesen. In den 140 Tagen, das ist ja eine Ewigkeit, wenn ihr von allen Seiten gleichzeitig gerusht werdet. Und die wussten ja, dass sie gerusht werden. Und da bin ich überrascht, dass die voll bewusst das in Kauf genommen haben. Und vor allem, weil, soweit ich das im Moment sehe, gibt es halt keinen einzigen Vorteil. Also, ne, manchmal merkt man ja ab Risiko gegen hohes Risk, ne, Gain, kriegt dafür irgendwas. Aber in dem Falle war es ja nur schwächer werden und Risiko, wenn man sich schnell genug wegbekommt. Also klar, man hat es dann vielleicht irgendwann weg, das Zeug, aber der Great Patriotic War macht es ja sofort weg. Also, wenn die Jungs gleich entstresst sind, frage ich vielleicht nochmal, warum die das überhaupt riskieren wollten. Vielleicht gibt es da irgendwie einen Modifier, irgendeinen Bonus, den die dann bekommen, aber, also ich meine, mir wird das alles komplett neu. Ich weiß es nicht. Na gut, aber sie haben es bewusst gemacht, also vielleicht frage ich da nochmal nach. Ich gucke mal, ob die gestresst sind, die Jungs, frage ich nochmal. Die Achsen sind ja anscheinend gestresst, da will ich jetzt nicht nochmal stören, aber den Russen war ja ruhiger gerade. Fragen wir nochmal nach. Müsste aber jetzt eh gleich vorbei sein, weil, ne, Moskau ist gefallen. Wo sind wir denn? So, da bin ich nochmal, live mit Kamera. Jungs, könnt ihr nochmal gerade mir erklären, wieso ihr das mit dem minus 50% in Kauf genommen habt, was da eure Überlegung jetzt war? Wir haben uns insgesamt verzockt, so sagen wir es mal. Also es war gar kein Ass, es war doch ein Unfall. Na ja, im Nachhinein, klar, wussten wir das von der Spielmechanik her, aber wie das so ist im Krieg, go, 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 und rein. Also von der Spielmechanik her hätte ich halt gesagt, ihr seid im Verteidigungskrieg und hättet den Great Patriotic War kriegen sollen. Das wäre meine Interpretation gewesen, hätte ich das angeklickt. Also meine Jungs waren auf jeden Fall sicher, dass wir den nicht haben und das, ja, und ich habe einfach auf Go geklickt. So, der Tantorus war der Böse. Ja, wie gesagt, also ich persönlich hätte halt auch auf Go geklickt, hätte aber erwartet, dass ich eben den Patriotic War dafür kriege. Ja, und dann hatten wir größte Mikroprobleme, selbst die Panzer oben haben wir gesagt, ziehen wir zurück. Und bis die unten ankamen, waren die ja schon über zwei Verteidigungslinien durchgelaufen, weil wir sie einfach nicht gezogen haben. Gegenseitig die Einheiten weggezogen und solche Späße haben wir gemacht. Also da waren wir insgesamt nicht gut genug vorbereitet. Alles klar. Ein Panzerangriff, dort wo 91 Grad steht. Ja. So, ich bin jetzt bei den Achsen drin, aber das Mikro aus. Okay, hat doch nicht den Effekt gebracht, was ich gedacht habe. Ja, weil ich noch nicht im Kampf gejoint bin. Aber das ich bin noch in der Reserve. So, ich mache mal gerade alles aus, gehe wieder ins Spiel. Gut, also da habe ich das doch eben wohl missverstanden. Also, die haben ja gesagt, okay, es war schon Absicht drauf zu klicken. Und die haben wohl nur ein anderes Ergebnis erwartet, bis auf Tantorus, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber wegen der Hektik hat er dann trotzdem drauf geklickt. Ja gut, da ist die Sache dann gelaufen. Ist natürlich ein sehr, sehr unsauberer Test dann, ist ja klar, ne? Also, das ist natürlich jetzt in Rekordzeit alles vorbei. Die Frage ist halt echt, was wäre es passiert, hätten sie halt das nicht gemacht, draufgeklickt. Aber witzig ist, dass ich der Einzige bin, der das anders interpretiert hätte. Ich habe immer gedacht, Verteidigungskrieg steht ja, glaube ich, auch in dem Ding dran, wenn man das im Fall nachliest. Führt halt zum Patriotic War. Naja, so ist das halt dann. Ich weiß eh nicht, muss man eigentlich den Great Purge überhaupt machen, wenn man weiß, dass man 36 gerusht wird? Das ist eher noch so eine Frage. Ja, aber das ist auf jeden Fall jetzt jeden Moment vorbei. Die brauchen, also die haben ja diese Siegpunkte alle. Die haben nicht mal die ganze Flotte mitgenommen, sehe ich gerade. Also Stalingrad haben wir, nee, Leningrad haben wir noch nicht, ne? Leningrad ist noch da. Da müssen sie noch rein. Ich vermute mal, wenn Leningrad fällt, dann ist es vorbei. Die haben die guten Italiener dafür geschickt, verstehe schon. Ja, ich muss mal gucken. Also ich weiß nicht, ob die heute nochmal dasselbe spielen wollen. Dann kann ich ja gerne nochmal aufnehmen. Oder ob wir das die Tage nochmal machen, ob es überhaupt noch jemand mal machen will. Also wir haben ja eben in der Abstimmung gesehen, ich kann ja gerade mal die aktuellen Zahlen von der Abstimmung gucken, ob sich da was verändert hat. Ergebnisse ansehen, zack. 25 zu 5. Tatsächlich haben jetzt, ist der Prozentsatz für Russland gestiegen, dass Russland das gewinnt. Okay, nicht sicher, wann sich das umgestellt hat. Ja, aber für mich persönlich war das halt... Also ich, ne, wiederhole es gerne nochmal, zusammengefasst, ich glaube halt die Landung hier oben war ein Riesenfiasko von den Achsen. Ich denke, die Alliierten hätten das locker versenken können, wenn die mit allen Schiffen gekommen.
auch ohne, dass die Russen rausfahren. Und selbst wenn das nicht passiert wäre, man hat ja gesehen, wie trotz minus 50% Orga die Russen hier oben die Italiener komplett ausgelöscht haben. Und mit 50% mehr Orga hätten sie die unten sicher ausgelöscht. Ihr müsst ja auch überlegen, bitte, dass sie hier oben früher fertig geworden wären, hier früher eine Übermacht gehabt hätten, bevor vielleicht Verstärkung kam und so. Also ich glaube schon, dass das einen riesen Unterschied gemacht hat. Also wenn mir jemand sagt, also wenn der Major der Meinung ist, minus 50% Orga macht keinen Unterschied im Kampf, da bin ich ein bisschen anderer Meinung. Können wir gerne mal drüber diskutieren, aber das ist halt, also wenn ihr nicht wirklich zweimal die Gefechtsbreite habt, also ihr könnt mit 80 arbeiten, ab 160, dass ihr die halt, wenn die Orga auf 0 ist, die nächsten 80 reinschickt. Wenn ihr das nicht habt, dann macht Orga schon einen Unterschied. Und das ist ja gerade am Anfang genau der Fall, dass ihr eben wenig Truppen habt und deswegen ist Orga halt am Anfang sehr viel relevanter als später im Spielverlauf aus meiner Sicht. Und die Juden natürlich auch, ne? Klar, sehr vernichtend. Also ohne Orga kann man die Stellung nicht halten, wird umzingelt und dann ist man tot. Plus man braucht viel mehr Truppen, um eben so eine Pocket wieder aufzumachen. Die hat ja natürlich auch nicht der Russe. Also ich glaube, dass das schon spielentscheidend war hier in dem Szenario. Auch wenn ich natürlich gern sagen will, die hätten das immer so geschafft. So, da unten ist noch eine Pocket, die Ungarn machen es. Krieg ich mal aber hier wegen der Pocket so einen Dings-Modifikator. Für gewöhnlich müsstet ihr halt hier links und rechts das halten. Am besten immer an den Ufergebieten hier, ne? Damit ihr einfach, damit ihr einfach nicht so wie hier umzingelt werden könnt, dann diesen Modifikator hier vorne habt. Das ist eigentlich eine wichtige Sache. Vermute mal, die wurden aber auch besiegt. Hier wieder eine Orga-Frage sicherlich. Ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich das zu Ende anschauen muss, weil eigentlich die Siegpunkte fast alle erobert sind. Also sobald die da oben Leningrad haben, das wird halt vielleicht noch 2 Monate dauern, ist halt die Sache vorbei. Selbst wenn ich aus irgendwo noch den Patriotic War bekommen würde, wenn ich mir nicht vorstellen kann, dann ist so ein kleines Land. Da wird es auch keinen Unterschied jetzt mehr machen. Jetzt einfach das Kind im Brunnen gefallen. Jo, egal, das war trotzdem der Test für heute, würde ich sagen. Wir beenden das jetzt hier einfach. Wir haben ja auch die Kommentare der anderen Spieler gehört. Es war wohl ein Unfall gewesen. Und ich gucke mal, dass wir vielleicht die Tage nochmal so ein Ding aufziehen können, mal sehen. Und dann können wir vielleicht mal gucken, ob wir das ohne minus 50% Orga den Russen an den Hals werfen. Und die andere Sache ist natürlich die Geschichte mit dem Micro. Die haben halt zwar eine Menge erfahrener Spieler gehabt, aber wenn ich es richtig gesehen habe, haben die heute nochmal, ich glaube, das können wir noch schnell machen, haben die, glaube ich, mehr Spieler aufgenommen kurzfristig. Also 1, 2, 3, 4, 5, ja, 5 Russen haben die halt jetzt gehabt. Und geplant waren, glaube ich, 3 oder 4. Einer sollte, glaube ich, immer nach China gehen. Und er hat ja gesagt, eben der Tante Russ, dass ein paar der russischen Verbände einfach mal von 2 Leuten gleichzeitig angeklickt wurden, unter anderem. Also sie haben das wohl organisatorisch nicht ganz sauber aufgeteilt, wer welchen Frontabschnitt macht. Sicher ist man damit 3 Spielern besser belegt als mit 6 oder 7. Das würde ich auch sagen. Also das ist natürlich ein katastrophaler Mix dann gewesen. Wäre natürlich bei den Achsen das viel einfacher ist, ne? Die haben halt irgendwie 2 maximal pro Land. Dann kann man halt viel sauberer aufteilen. Und dann natürlich eine Menge Frontabschnitte. Also der Ungare spielt zum Beispiel alleine wohl hier unten. Während der Deutsche, der Battlemaster wahrscheinlich alleine hier war, oder zumindest Norden war er alleine, und im Süden war ein anderer von den Deutschen, und hier oben ne, Italiener und Japaner war natürlich dann auch in seinem Frontabschnitt jeweils alleine. Das macht natürlich alles viel, viel einfacher zum Steuern, keine Frage. Ist allerdings auch, muss man sagen, die haben sich ja darauf vorbereitet, Vorbereitungsfrage, das muss man natürlich dann auch entsprechend organisieren. Oh, da stirbt ein Deutscher. Aber er hat halt, wobei, der wird jetzt sterben. Also wenn sich noch was ändert, bleibt da drin, dann mache ich noch ein anderes Video. Sonst würde ich sagen, ist das hier vorbei. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei. Und ihr könnt ja mal, wenn ihr das live erleben wollt, was der Battlemaster dazu gesagt hat, also die Achsen quasi, könnt ihr euch den Livestream nachträglich, glaube ich, angucken. Wird ja hochgeladen. Und das ist ja, wird ja gespeichert bei YouTube, ne? Beim Gelegenheitsgamer, also Battlemaster. Da könnt ihr euch ja live anschauen, was sie da gesagt haben, alles. Und dann bis die Tage mal. Bye, bye.